So, da sind die Beutel. Wie das Ganze, wie der ganze Packen aussieht. Ich habe euch da auch mal Bilder von gemacht. Das ist natürlich ein ganzer Haufen. Da sind ja 20 Stück drin. Kommen dann mit einer kleinen Luftpumpe. Das werde ich mal ausprobieren. Sonst mache ich es immer mit dem Staubsauger. Das geht natürlich auch. Aber Staubsauger hast du nicht immer zur Hand. Irgendwie oben auf dem Dachboden. Ich finde das ganz gut, wenn es hiermit auch vernünftig gehen würde. Das werde ich gleich mal testen und euch auch zeigen. Ja, ansonsten sind die Beutel, wie man sie kennt. Hier der Verschluss, um abzusaugen, um das Vakuum zu machen. Ja, und hier oben so ein, naja, im Prinzip Zip, kann man einfach so aufmachen. Und zum Zumachen ziehst du einfach den Plastiknibbel einmal rüber. Und dann ist das Ganze zu. Ja, doppelt, hat zwei Verschlüsse, das hält dann auch gut. Das finde ich schon mal sehr gut. Ja, von der Dicke, das Problem ist, die gehen ja immer irgendwann kaputt. Ihr kennt das sicherlich. Und auch die, das muss ich zugeben, das ist jetzt doppelte Materialstärke, anders kann ich es nicht messen. Ist aber egal, doppelte Materialstärke, 0,14, heißt 0,7. Entschuldigung, 0,07, das sind 700stel Dicke. Auch die werden nicht ewig halten hier, wie alle anderen davor auch. So richtig dicke habe ich noch nicht gefunden. So, ich mache mal Pause und dann zeige ich euch mal das Vakuumieren. So, ich habe das mal eben vorbereitet. Schon mal, ich habe hier einfach mal ein Kissen reingemacht. So, jetzt machen wir das Ganze zu. Oh, das macht nichts. Das kann mal passieren, den brauchst du wieder raufstecken. So, jetzt habe ich ihn ganz abgezogen. Einfach wieder drauf. So, dann schrauben wir ihn hier auf. Und dann will ich das mal ausprobieren. Den kann man raufdrehen. Aha. So, raufdrehen, dann hält er auch schön dicht. Und dann mal gucken, ob er auch im Vakuum zieht vernünftig. Zwischen Pumpen muss man natürlich. Wer will, kann es natürlich mit dem Staubsauger machen. Das geht logischerweise genauso gut, aber das geht auch gut hier. Zack. Ich hätte natürlich vorher noch ein bisschen Luft rausstreichen können, aber habe ich jetzt nicht. So, das kann man immer noch weitermachen, aber ich kann es auch mal lassen. Jetzt kann man einfach den abdrehen, noch den Verschlussdeckel zur Sicherheit drauf und fertig ist das. So, so sieht das Ganze aus. Sehr gut. Ich werde das jetzt noch mal eine Stunde hier liegen lassen oder zwei und dann gucken wir mal, ob der auch dicht ist, der erste Beutel. Ja, und dann werde ich berichten, aber das denke ich wird mal passen, hoffe ich. Also von mir, wenn er jetzt dicht ist, dann gibt es einen Daumen hoch, gute Säcke. Schön wäre, wenn sie dicker sind, aber die sind halt leider alle so dünn mit 0,07 mm.